Moin Moin, willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Gelb Randomizer Nuts Lock Challenge. Ich habe mich entschieden, wir gehen direkt in die Arena. Rosie wird Regel. Habe ich so im Gefühl. Hoffe ich. Ich weiß gar nicht, wie viele Trainer es hier noch sind. 3 oder 4. Wir nehmen jeden, mit dem wir hier noch kriegen. Sicher ist sicher. Und neben Rosie haben wir ja noch andere Pokémon, die hier gegen Drachen-Pokémon gut bestehen können, behaupte ich. Könnte Hyperstrahl vielleicht ein Ding sein? Fällt mir gerade so ein. Ich weiß nicht, wann die das lernen hier. Naja. Ich behaupte, Rosie könnte vielleicht auch einen überleben. Ja, aber nicht von Level 50 Pokémon. So, was ist der Plan für die Folge? Auf jeden Fall die Arena hier fertig machen. Und dann würde ich wirklich sagen, wir gehen nach Azuria City, laufen da rechts über die Route Richtung Kraftwerk dann. Und gucken. Dürfen auf jeden Fall im Kraftwerk ein Pokémon fangen. Auf der Route davor dürfen wir ein Pokémon fangen. Und das Zapdos dürfen wir uns dann sozusagen fangen. Weil das zählt ja extra. Wegen dem Overworld Sprite. So meine Regel. Ich weiß nicht, wie offiziell das ist, aber so habe ich es schon immer gemacht. Und es hat sich auch keiner beschwert bis jetzt. Und es wird sich auch keiner beschweren, klar? Ja. Naja, erstmal hier durchkommen. Aber würde mich freuen, wenn wir das alles jetzt hier in dieser Folge hinkriegen. Die Trainer auf der Route zum Kraftwerk lassen wir halt alle aus, so gut es geht. Einige werden wir ja mitnehmen müssen. Aber gewiss nicht alle. Ja gut, geschenkt hier. Geschenkt. Und wie immer habe ich natürlich vergessen, was ich eingestellt habe, was die legendären Pokémon angeht. Aber ich glaube, ich habe es wirklich wieder zufällig eingestellt, dass sie wirklich alles sein können. Das macht ja auch keinen Sinn, einfach zu sagen, hey, ich wechsle die legendären Pokémon durch. Sie können quasi jedes andere legendäre Pokémon sein, weil so viele gab es ja gar nicht in der ersten Generation. Ist ja nur in, ich sag mal, ab Gen 3 wirklich interessant. Weil da ist ja einiges zur Auswahl dann. Rosie macht das hier wirklich sehr, sehr gut. Vom Level her sehen wir doch tatsächlich relativ gut da. Habe ich mich verlesen? Ist es Level 40, was sein Maximallevel ist? Das wäre sehr, sehr blöd. Ich meine, das würde mich jetzt nicht stören. Komm, let's go. Hahaha, ein Kind fordert einen Ninja-Meister zum Kampf heraus. Wie du willst, erlebe eine Welt des Schreckens, bevor ich dich besiege. An meinen Schlaf- und Giftattacken sollst du verzweifeln. Ich glaube, du hast da ein bisschen was verwechselt. Mit Schlaf und Gift, ich glaube, das haben deine Pokémon nicht. So, Level 44, okay, es ist wirklich krass drüber jetzt, okay. Jetzt bin ich auch ein bisschen angespannter, als ich sein wollte. So, können wir das one-shotten? Oh, come on! Donnerwelle ist halt jetzt so ein Ding, ne? Slam, okay. Shit, Alter. Einfach nur shit. Okay, noch ein Dragoran, natürlich. Okay, dass wir hier direkt so viel Damage fressen, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Scheiße. Was habe ich mir hier angetan? Dass aber dieses Eisstrahl, wie ich so ganz knapp überlebt hat, ist eine Frechheit. Okay. Kommen wir hier mit dem Steinhagel durch? Wenigstens die Hälfte. Ich hätte vielleicht offscreen doch noch ein wenig. Oh mein Gott, das war halt absolut kein Damage. Wir gucken, dass wir. Oh Gott, ich habe keine Hyperheiler und sowas gekauft, ne? Shit. Ja, ich wollte Rosé wieder startklar machen, aber mit der Paralyse ist halt so eine Sache jetzt, ne? Oh, kacke.
So, er will ja wieder nur Agilität hier einsetzen jetzt, wegen Psycho. Was er effektiv sein soll. Okay, gar kein Problem. So, nochmal, wir haben echt nichts, was hier Ding heilt, ne? Schade. Okay. Wir machen halt weiter mit Steinhagel. Trifft erstmal nicht. Aber ist halt gar nicht blöd, wenn wir dann einfach Schildi draußen lassen und es spammt dann mit den anderen Pokémon auch dauerhaft Agilität einfach nur. Ich hoffe, dass er auch mal ein Dragonier hat, dass wir mit Erdbeben angreifen können. Okay, kein Problem. Schildi, strong. Jetzt kam der Volltreffer. Classic. Classic Mike Moment. Level 34, sehr gut. Hä? Wo kommt das denn jetzt her? Warum Taurus? Okay, das bringt mich jetzt komplett durcheinander. Bitte. Scheiße. Oh, hätte ich zweimal Erdbeben machen können in der Zeit. Warum? Ist hier wieder aufgewacht, willst du mich flachsen? Wo kommt dieses Taurus jetzt her? Was ist das? Shit. Okay. Oh, das wäre jetzt schon weg gewesen. Ich bin komplett verwirrt gerade. Was verpeile ich gerade? Ah, strong. Ah, nur Raserei, das ist okay. Jawohl. Ich schaff's gerade überhaupt nicht. Klärt mich mal einer auf, bitte. Ich dachte, wir wären hier in der Drachenarena. Hä? Was ist hier los? Was ist hier los? Schlaf. Jawohl, okay, wir wechseln zu was anderem jetzt. Oh, wir haben jetzt halt... Sehr gut, es schläft weiter. Wir greifen mal mit dem Surfer an. Naja, gut. Wow, okay, ich habe ein bisschen Angst gerade. Raserei, ist okay. Okay. Vor dem Stampfer habe ich tatsächlich Angst jetzt, muss ich sagen. Einmal Raserei können wir noch mitnehmen. Oh Gott, fuck, Alter. Die nächste Raserei wird halt... Shit, überleben wir das nochmal jetzt? Sein Angriff wird halt immer weiter steigen, jetzt das nervt. Ich hab keinen, der das gescheit abwehren kann jetzt. Ich würde ungern Brummi verlieren jetzt. Was mache ich da jetzt? Was mache ich da jetzt? Scheiße. Kann er, nee, er kann der Raserei nicht abbrechen, ne? Es wird er dann nochmal stärker. Bitte Brummi, bitte Brummi, 1 KP. Wichtig! Oh, jojojojojo. Okay. Hey, woher kommen diese zwei Taurus? Ich raff es nicht. Aber wir haben es geschafft. Puh. Na sowas, du bist ein würdiger Kämpfer. Ich reiche dir den Seelenorden. Nice. Nun, da du Träger des Seelenordens bist, wird die Abwehr deiner Pokémon steigen. Ferner kannst du Surfer nun auch außerhalb von Kämpfen nutzen. Bitte nimm auch dieses Geschenk. Toxin, jawohl. Alter Verwalter. Das war ein Close Call. Also da hätte ich gerne mal Aufklärung, warum jetzt hier zweimal Taurus auftaucht. Das macht für mich gerade gar keinen Sinn. Taurus insgeheim den Drachentyp. Und keiner weiß es. Sind wir hier was Heißen auf der Spur?
Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Wahrscheinlich einfach nur ein Fehler vom Randomizer. Gut. Wie gesagt, wir fliegen jetzt nach Azuria City. Halt. Da bin ich hin. Azuria City. Fahren das kleine Stück mit dem Fahrrad bis zum Haus. Gehen hier rein, wunderbar. Gehen hier raus, wunderbar. Steigen wieder aufs Fahrrad. So, einmal Zerschneider bitte, Justin. Zerschneider, dankeschön. So, hier will gleich jemand kämpfen, soweit ich weiß. Ja, den können wir nicht entgehen. Du trägst Pokémon bei dir, lass uns kämpfen. Ja, ihr seid halt keine Gefahr jetzt mehr für mich. Ich bin leicht überlevelt. Behaupte ich. Tragoran, ja. Das hatten wir gerade eben alles. Level 18. Ach Gott, ach Gott. Süß. Einfach nur süß. So, bye bye. Noch ein Tragoran. Bleiben bei Eisstrahl. Erst müssen wir nur gucken. Wir sollten dann zum Fangen, zumindest hier auf der Route, wieder Justin nach vorne tun. Mit dem Zerschneider. Der macht, denke ich, nicht allzu viel Damage. Weil die Pokémon hier werden ja auch auf Level 18 sein, nehme ich an. So um den Dreh. Rosé Strong. Body Slam. Hm. Die Frage, ich hätte eigentlich gern zwei Eisattacken aufgrund der APs. Will ich? Ah, ich glaube nicht, dass wir Body Slam brauchen. Nee. Ach, Alter. Team voller Traborans, was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Dann stehst du hier auf der Route rum. Trainier. Trainier gut. Du hast gewonnen. Ja, das habe ich. Da ist ein Item. Können wir uns das... Das können wir uns schnappen. TM8. TM8. Nee, habe ich das gerade nicht im Kopf. Body Slam. Naja. Ah, komm, bring das Rosé bei. wir gehen hier lang. Wir fangen hier rechts unser Pokémon. Du hast keine Chance gegen meine Käfer-Pokémon. Oh nein, Käfer-Pokémon. Bitte helfen Sie mir doch. Ich bin in Gefahr. Aber hat er auch Käfer-Pokémon, ist die Frage. Dodo. Das ist kein Käfer. Ich glaube eher, das frisst Käfer. Zum Frühstück. Komm, wir haben schon lange keine Psychokinese mehr gemacht. Mal zur Abwechslung. Tschüss, Dodo. War schön mit dir. Scharniere. Noch die Psychokinese war wahrscheinlich nicht allzu viel, aber es ist auch 19 Level unter uns. Ja, es ist okay. Das machen wir nochmal. Scharniere hat so kurze Arme, dann bist du trotzdem damit geschlagen. Das ist schon schäbig. Wieder der Volltreffer zum Schluss, wenn wir ihn nicht brauchen. Radikal. Sollte reichen, glaube ich, jetzt hier. Ja, easy peasy. So, das Zapdos, das vermeintliche Zapdos, wieder Level 50 haben. Nehmen wir uns den Kampf an. Sollten wir tun eigentlich, oder? Statt dem, wir müssen hier kämpfen. So, aber erstmal dürfen wir hier ein Pokémon fangen jetzt. Justin, bitte nach vorne. Dankeschön. Was wird es sein? Was erwartet? Nein, schon wieder. Nicht schon wieder. Aber es ist nur Level 18. Wir werden auf jeden Fall hier Ding überleben. Im Finale. Will das ein Zerschneider überleben, ist die Frage. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt machen wir noch hier Rosé. Ich hoffe, es kann kein Finale bis jetzt. Level 18 ist noch relativ low.
Das andere war Level 30, wa? Ach, dieser Kreideschrei. Einfach nur ekelhaft. Immer und immer wieder. Hat keine Wirkung. Jawohl. Gute Nacht, Elektroball. So, ein Elektro-Pokémon. Das ist natürlich so eine Sache jetzt, ne? Ist ja schon geil eigentlich. Nice. Sehr schön. Dieses Pokémon speichert Energie in seinem Körper. Die geringste Erschütterung lässt es explodieren. Strong. So, Elektroball. Elektroball. Passend zum Start der EM heute. Heute ist Freitag. Benennen wir dich nach einem ehemaligen Nationalspieler. Passend zu deinem Namen. Ballack. Nice. Okay, wir gehen ganz kurz ins Pokémon Center zurück. Was heißt zurück? Ich meine, wir gehen in das hier. Ist ja nicht auch irgendwo ein Item versteckelt? Unsicher. Und dann surfen wir zum Kraftwerk. Ich hoffe, die Bälle, falls wir ein legendäres Pokémon treffen sollten, reichen aus. Und ich hoffe, unsere Stärke ist okay. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Und das passt jetzt, glaube ich, alles genau noch in diese Folge rein. So, ich weiß ja nicht, wo die Route hier anfängt. Beziehungsweise ob das nochmal eine extra Route ist hier unten. Ich werde das Pokémon, das hier jetzt auftaucht, nicht fangen. Ich meine, das ist alles eine Route hier, ne? Ah, guck mal. Da krieg ich sogar gar keinen Encounter. Ach, hier steht doch dieser vereinzelte Trainer hier rum, gell? Ne, keine Lust auf dich. Kraftwerk. Okay. Da will aber jemand direkt ins Team kommen, wa? Slimer, das haben wir schon. Sorry, Bro. Gibt Slimer nicht auch im wirklichen Spiel? Nein, Slimer. Wir müssen ja aufpassen. Es gibt ja auch die Oberworld-Sprites hier von Elektroball jetzt, ne, und so. Oh, wie regeln wir das denn? Nein, also wir wollen ja faktisch das legendäre Pokémon fangen. Also falls ich kenne jetzt nicht die Standorte von Elektro... Mir stand doch nur eben, was ist los? Ich kenne jetzt nicht die Standorte von diesen ganzen Elektroballen, Voltoballs, die ja aussehen wie Items. Wir werden sie definitiv nicht fangen. Aber dieses Blutzeug können wir fangen. Und das werden wir auch. Ja, ist okay, Damage. Der Giftpuder kannst du dir in die Haare schmieren. Das bringt dir hier nichts. So. Mal gucken, ob so ein kleiner Pokéball reicht. Ah, tut es. Nice. Blutzug. Blutzug. Insekt. Die Augen dieses Pokémon fungieren als Radar. Sie bestehen aus unzähligen, sehr kleinen Augen. Blutzug. Wird zu... Ich muss gucken, wie man das schreibt. Ich hätte es anders geschrieben. Blutzug wird zu... Sutschuk. Verarbeitet. So. Item oder... wichtig. Und... Richtig. Haben wir eigentlich schon Schutz dabei? Ich glaube nicht, ne? Hätten wir hier mitnehmen können jetzt. Strong. Der gute alte Meisterball. Haben wir wieder das Glück und finden einen. Ich glaube es ja gar nicht. So. Bzzzt. Gut. Ich glaube, wir fliehen auch einfach vor den Bastarden. Ah, na, okay. Das ist ein anderer Pokémon, ne?
Das sind keine Pokémon, die in die Luft fliegen. Ein Seemon. Was will ich denn jetzt gegen einen Seemon machen? Blumi? Blume dich mal hier durch. Blöde Rauchwolke. Gut, der Blubber sollte wenig machen. Sehr gut. Rasierblatt, Volltreffer und weg, würde ich sagen. Was schon hier? Bombastic Side-Eye von Seemon hier, findet ihr nicht? Warum guckt es weg? Also, in der Richtung des Gesichts. Man weiß es nicht. Ich glaube, wir müssen hier lang. Müssen wir ganz runter? Ich glaube, ja. Hier liegen zwar noch einige Items, ich weiß. Ah, ne, wird noch eins weiter oben bleiben müssen. TM 47, das hatten wir doch, glaube ich, auch schon mal, wa? Explosion. Ah, nein, das brauchen wir in keinster Weise hier. Okay, ist wieder ein Seemon. Ja, es könnte doch was anderes sein. Es gibt ja zwei verschiedene Pokémon. Parasect. Justin, erhebe dich in die Luft. Justin, komm wieder runter. Sehr schön, mit einem Volltreffer. Das ist ja bockstark. Slimer? Nein, wir haben keinen Bock auf Slimer. So, ich hoffe, wir finden eine geeignete Stelle, um den Meisterball werfen zu können. Gegen ein gutes Pokémon. Das ist schade wegen dem... Und wie war das denn in Pokémon Sonne? Da habe ich ja zwei Meisterbälle gefunden gehabt. Hatten wir da einen eingesetzt? Ich glaube ja, gell? Ich meine, wir hatten einen sicherheitshalber eingesetzt, weil... Sonst irgendwie, weil wir ein Pokémon verloren hätten. Ich weiß es nicht mehr. Oh! So schlimmer wie Zubats hier. Nocturne. Hätte ich auch gern gehabt. Ach, wisch, was kommt? Das ist ein Geschenk, die XP, die kann man hier mitnehmen. Reicht da einmal fliegen? Nein, reicht nicht. Jetzt wärmt es wieder Agilität, weil es ja Psycho ist und so effektiv ist gegen uns. Wieder der Volltreffer zum Schluss, aber ein Level Up für Justin. I like that. Agilität. Wollen wir nicht lernen, nee. Wir sind schon schnell genug. Ach, das Item hier einsetzen, einsetzen, was ist denn gerade los? Einsammeln, aber es ist gar kein Item. Wir wurden reingelegt. Auch ein kleines Sepa. Sieh an. Wir wollen fliehen. Wir wollen hier hin. Aha. Sind zu viele davon. Tauboga. Okay. Ich möchte fliehen. Das dürfen wir auch. Das da unten nehmen wir noch mit. Es ist anstrengend. Es ist anstrengend. Komm, jetzt machen wir mal ein bisschen schneller hier. Ey, wir können keine 10 Schritte laufen. Das gibt's doch nicht. Tut mir leid, Slime. Ich hab echt keine Lust auf dich. TM10. TM10 ist Risikotackle. Ja, kann man sich mal aufheben. Da ist auch noch was. Gucken wir uns das mal an. Das nächste Mal nehmen wir auf jeden Fall irgendwie einen Schutz oder sowas mit. Das ist ja wieder brutal. Oh. Wurde reingelegt. Oh, ein Pikachu.
Ist das nicht süß? Nein. Ich kann nicht davonlaufen. Ah, da, 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 da. Um Himmels Willen. Um Himmels Willen. Du blöde kleine Ratte, ey. Du hässliche kleine Ratte. Dafür gibt's ein Erdbeben. Ja, okay, mach nur Volltreffer. Ist in Ordnung. Holy crap. Da waren wir jetzt ein paar Mal close hier. Vor einem Missgeschick. Wir stellen jetzt... mal Stampfi nach vorne. Verteilen hier... zwei Tränke. Dass Chasse wieder... bei vollem Bewusstsein ist. Okay, weiter geht's. Eieieiei. Ach ja, es könnte schon um Stunden handeln, bis wir bei Zapdos sind. Stampfi, ich möchte gehen. Oh. So lange durften wir noch nie laufen. So, hier gab es eigentlich die TM Himmelsfee. Ne, das war eine Siegerstraße. Was gab es hier denn? Hier gab es einen Sonderbonbon, meine ich. Die TM Donnerblitz gab es ja auch nochmal, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin. Und Superschutz. Den werden wir sowas von einsetzen jetzt. Und ich hoffe, er bringt auch was. Na. Das hat doch auch irgendwas mit dem Level zu tun, die eigene Pokémon haben, oder? Das testen wir jetzt einfach mal, indem wir Rosé nach vorne tun. Ich bin mir unsicher über die Funktionsweise. Bzzzt. Nein, Top-Trank. Sehr gut, mitnehmen. Wir kriegen scheinbar weniger Encounter. Hier liegen halt wirklich noch so viele Items rum. Aber es ist angenehmer mit dem Schutz. Gefällt mir. Okay. Das war wohl kein Item. Rasaf, Rasaf. Rosé. Fighten wir das? Komm, wir fighten das. Auch wenn ich ein bisschen Angst davor habe. Level 43 ist halt schon... puh. Ja, gar kein Problem. Okay, ich bin ruhig. Ich bin ruhig. So, noch einmal hier oben rum und dann sind wir doch schon da. Wir lassen Rosie vorne. Go. Let's go. Wenn es ein Raupi ist, werde ich böse. Pinsir. Ah, die Käfer-Pokémon sind alle so blöd in der ersten Generation. Na, ich mache einfach einen Eisstrahl drauf und guck, was passiert. Wenn wir es einfrieren könnten, wäre halt super. Also das trifft ja nur, wenn es schneller ist, ne? Ah, Volltreffer. Gut. Das war ein kurzer Prozess. Immerhin Level 40 für Rosé. Okay. Gehen wir raus. Gehen wir nach... was ist denn die nächste Station jetzt eigentlich? Safrona City, ne? Team Rocket. Ja. Und dann die Arena. Das Dojo können wir auch noch mitnehmen eigentlich. Aber... das sehen wir dann im nächsten Part, wie wir weitermachen. Ich denke mal, wir werden zuerst ins Dojo gehen. Gut! Wir haben den Orden von Fuxania City. Wir haben erfolgreich gegen Zapdos gekämpft. Naja, gut. Wir haben den Meisterball gefunden. Sehr viel wert. Sehr, sehr viel wert. Gut. Das soll das gewesen sein für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch wieder im nächsten Part. Bis dahin, macht's gut. Ciao.